herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem sehr besonderen Video. Ihr seht es schon im Titel. First Dates Baby. Ja, es ist tatsächlich so passiert. Es ist tatsächlich vorgekommen. Dieses Date gucken wir uns gleich gemeinsam an. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich auf TikTok unter einem Video 1 Milliarde Mal verlinkt wurde. Ihr könnt euch spaßeshalber mal gerne durchgehen unter dem Video und durchgucken, wie oft ich da verlinkt wurde. Die Zahl würde mich sehr interessieren. Es ist ein Video von Lilly. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Und zwar, ja, sieht man hier Tinder. Dann swipet man rüber, LaVou. Dann First Dates. Und dann einfach ein Bild von ihr mit einem Babybauch. Nicht mehr und nicht weniger. Was für mich darauf zu schließen lässt, sie hat alles versucht. Tinder, LaVou, hat nicht geklappt. Dann war sie bei First Dates und zack, ist es passiert. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken. Wir sehen jetzt auch auf TikTok noch ein Profilbild mit ihr und ihrem vermeintlichen Date. Und auch noch dieses Video hier. He didn't give me flowers or candy. He gave me ja, er hat mir keine Blumen geschenkt. Nein. Er hat mich direkt schwanger gemacht. Liebe Freunde, umso gespannter bin ich auf dieses Date. Das wird uns natürlich irgendwo vorwegnehmen, dass die beiden sich für ein zweites Date entscheiden werden. Das ist natürlich offensichtlich. Aber trotzdem ist die Spannung hier irgendwie da. Wie war das allererste Date von zwei Leuten, die vielleicht gar nicht so arg viel später sogar ein Baby gemeinsam produziert haben, in Produktion gegangen ist. Deshalb gucken wir uns das Ganze jetzt gemeinsam an, ohne groß schnackeln, fackeln, lang um den heißen Brei. Ihr wisst wie immer, alle Links sind in der Beschreibung und ich küsse euer Herz, liebe Freunde, ich muss es sagen, für diesen riesigen Support auf Weißer Wein. So viele Streams haben wir aktuell auf Weißer Wein, also auf meinem neuen Song, und es ist geisteskrank. Vielen, vielen Dank an alle, die so viel Liebe schenken. Wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Wir gehen rein ins Video, gucken uns an, wie die beiden sich gedatet haben. Let's go. Hi, ich bin Kev, ich bin 22 Jahre alt. Kev, weil ich einen besten Kumpel habe seit der Kindheit, der ist auch Kevin. Und dann ist so als Regelung in der Gruppe, dass ich immer Kev genannt werde und er ist dann Kevin. Das ist auch krank. Ich würde sagen, dass ich ein relativ offener Mensch bin, ein lustiger Mensch. Ich bin ein guter Fang, weil man mit mir immer was erleben kann. Zum Beispiel ist mein Anspruch an mich selbst, dass ich nicht den ganzen Tag im Bett liege, sondern den Tag einfach nutze, morgens aufstehe. Voll unnötig. Das ist halt, also das ist, glaube ich, jeder hat diesen Anspruch, aber nicht jeder schafft, liebe Freunde. Ich habe manchmal ganze Wochen, wo ich einfach nichts mit mir machen kann. Einfach komplett im Bett liege, auf Krampf. Ich krieg nichts hin. Ich bin so, ich habe eine Leere. Aber gut, Kev, der sich hier Life is Pain hintätowiert hat, der sagt, er macht das Beste aus seinem Leben. Dann sind wir da. Dann ist es gut. Hi. Hi. Kev, hallo. Vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Ja, ich hatte da einen kleinen Unfall mit einem E-Scooter. Ach was. Ach was. Was wetten wir, dass er betrunken war? Was wetten wir? Immer wenn ich höre, Leute sind mit einem E-Scooter gestürzt, dann immer, weil sie dicht waren oder so. Ey, wirklich immer die gleiche Story. Und das sollte man wirklich nicht tun. Das ist wie besoffen Fahrradfahren. Man hat nicht dieses Verständnis für weiten Längen. Man hat keine Reaktionszeit, wenn man dicht ist. Also tut das nicht, Leute. War meine Schuld. Ich habe den Bordstein ein bisschen unterschätzt. Ansonsten ist alles gut. Mir geht's bestens. Ich freue mich und hoffe, ich habe einen schönen Tag hier. Gut, vielleicht war er doch nicht dicht. Jetzt gucken wir mal an. Jetzt wollen wir mal die Lilly sehen, die das TikTok gemacht hat. Da ist sie. Ich bin Lilly. Ich habe mich hier angemeldet, weil meine Schwester und ich waren zusammen essen und dann haben wir so darüber geredet, dass ich meinte, ja, es wäre schön, mal wie jemand Neues kennenzulernen, und daraufhin hat sie das hier vorgeschlagen und dann habe ich mich einfach mal angemeldet, um zu gucken, was passiert. So einfach kann es gehen, liebe Freunde. So, wirklich, so einfach. Mit der Schwester essen gehen, sie sagt, ich bin Single, Schwester sagt, First Date, yalla. Sister. Soll ich weitergehen? Sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja. Möchtest? Ja. Dann halte ich dich nicht auf. Dankeschön. So. Hi, machen wir mit umarmen? Ja. Hi, ich bin Kev. Lilly. Freut mich. Freut mich auch. Die allererste Begegnung von den beiden. Wir sind live dabei, liebe Freunde. Wir wissen, da ist jetzt mehr entstanden als nur die beide. Da kommt jetzt Nummer 3. Wir wissen das jetzt schon. Irgendwie witzig. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gehofft, dass er auch mein Date ist, weil ich ihn... Er ist ja kein hässlicher Junge. Damit meint sie, sie findet ihn gut. Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, so, ist nicht meine Haarfarbe, die ich mir gewünscht habe oder so. Ich dachte einfach, wow, wirklich eine schöne Frau. Gute Auswahl. Was machst du beruflich? Krankenschwester, also eine Ausbildung zur Krankenschwester. Und du? Okay, Bäckerei-Fachverkauf. Okay. Ja. Und ja. Du bist hier? Ich wollte dich gerade erzählen. Ja, ich nehme dir alles vorweg. Ja, ich bin 20. Ah, okay, ich bin 22, das passt. Das passt. Safe. Ich bin aufgeregt. Ah, man merkt, dass er aufgeregt ist. Also, ich bin 22. Ja, das passt. Alles gut. Nee, das passt. Ne? Können wir direkt weitermachen. Was sind deine Hobbys? Was machst du sonst so?
Gar nicht mal so viel tatsächlich. Ich bin meistens wirklich die ganze Zeit arbeiten und nach der Arbeit gehe ich ins Bett. Echt? Ja. Spannend, Mann. Normalerweise mache ich so fünfmal in der Woche schon Sport, denke ich. So mit Joggen gehen, Fußball und so. Doch, fünfmal mindestens. Das ist auch eine geisteskranke Aussage von ihr. Ich gehe arbeiten, danach gehe ich ins Bett. Das ist die perfekte Vorstellung bei einem Date, damit der Typ sagt, geil. Meine zukünftige Freundin wird arbeiten und direkt ins Bett gehen. Nice, die will ich. Ich wohne aktuell noch bei meinen Eltern, habe aber 4 ältere Geschwister. Das heißt, wir sind 5 Kinder. 3 von meinen Geschwistern sind auch verheiratet. 3 von denen haben auch Kinder, auch mehr als 1. Ich bin schon sehr auf Familie fixiert bezogen. Familie ist für mich super wichtig. Ich versuche so mindestens einmal in der Woche bei meiner Familie zu sein und irgendwie Blumen vorbeizubringen, damit meine Eltern wissen, dass ich an sie denke und dass es mir gut geht. Und ich habe noch einen kleinen Bruder und den mag ich sehr gerne, der ist toll. Beides Familienmenschen? So, also wenn man das jetzt halt alles, ne, hört, sieht, über was die reden, wie die ticken, pipapo, dann macht doch irgendwie direkt alles Sinn. Also ich habe noch kein einziges Mal hinterfragt, warum da jetzt ein Baby auf dem Weg ist. So, sie hat 3 ältere Geschwister, die haben mehrere Kinder. Sie ist Familienmensch, er ist Familienmensch, so, passt. Also was soll man jetzt noch groß dazu sagen? Ich muss mich direkt offenbaren, ich bin richtig picky, ne? Ich auch. Echt? Extrem. Oh, geil, ich war schon überlegt, ob ich einfach frage, ob die Dino-Nuggets und Pommes haben, wirklich. Ich war so, ich esse das wirklich fast alles nix. Schokoladenfondue nachgedacht irgendwie. Aber ich esse kein Obst. Gar nicht? Nein, ich mag Obst nicht. Solche Leute sind meiner Meinung nach eine dicke Red Flag. Kein Obst, gar nicht. Okay, hast du diese Fructose-Muktose-Toleranz, keine Ahnung, okay, passt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es kein Obst auf dieser Welt gibt, was du nicht magst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also guck mal, Erdbeeren, Mango. Das sind schon mal 2 Sachen, wo ich so sagen würde. Oder Kirschen. Süße Kirschen. Schöne süße Kirschen, schöner vom Baum gepflückt, so frisch, ne? Hm. Banane, okay, verstehe ich. Wer keine Banane mag, verstehe ich. Wer keinen Bock hat, einen Apfel zu essen, verstehe ich. Birne, verstehe ich. Aber so diese exotischen Früchte, diese... Oh. Check ich nicht. Gar nicht. Wirklich gar nicht. Ja, nächstes Date dann Meckes oder so. Ja, Döner. Ja, boah, Döner ist stark. Ja. Wie ist glaubst du, Döner? Du kennst dich aus? Boah, alles außer Gurken und Tomaten. Boah, das ist sehr stark, ich auch. Echt? Ja. Ja, also Gurken und Tomaten gar nicht meins. Was für eine Soße? Alle, manchmal ohne Schaf dann aber. Fühle ich. Die sind schon, das ist schon sehr matchy. Also immer noch, er ist super aufgeregt, ne? Er ist einfach, man merkt das einfach voll, weil er voll oft in ihr Wort reinfällt und so, ne? Aber ist schon ein süßer Match. Ich bin wirklich so 20 Mal im Monat Döner essen gefühlt und das war's dann. Was ist so deine Lieblings-Fastfood-Kette? Fastfood-Kette? Boah. Ich glaube Burger King, um ehrlich zu sein. Ich glaube wirklich Burger King. Wirklich? Ja. Welcher Burger? Crispy Chicken, aber ohne Tomate. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja. Kennst du Chicken Nugget Burger? Ja. Das muss ich sagen, ist bei Burger King einer der stärksten Sachen, ist dieser Chicken Nugget Burger. Auch die Planted Sachen. Super lecker. Super lecker, liebe Freunde. Ich glaube, am Anfang waren wir ein bisschen so vorsichtiger und dann waren wir aber super schnell irgendwie auf einer Wellenlänge und konnten über alles Mögliche reden. Ich bin richtig glücklich. Also ich bin wirklich glücklich. Ich bin glücklich und denke gerade an dich. Die Welt ist grün und das Gras grüne Art. Und ich will mich rüber. Was wäre dir in der Beziehung so richtig wichtig? Dass er mich sehr schnell und aggressiv schwanger macht. Boah, wichtig. Einfach, dass man offen miteinander reden kann. Safe. Dann so etwas verbieten, finde ich kompletter Quatsch. Mhm. Entweder vertraust du mir oder du lässt es halt sein. Mhm. Man muss nicht wirklich ein Hobby teilen, aber ist okay, finden, wenn der andere drüber redet, ohne genervt zu sein. Ja, dann muss ich über Fußball reden können. Ja, ist okay. Was ist dein Lieblingsfußballverein? HSV. Genau. Genau. So, man merkt, sie ist voll drin. Wer ist dein Lieblingsfußballspieler? Du. Ich? Mhm. Boah, smart eingefädelt. Sehr, sehr süß eingefädelt. Liebe Freunde, man muss schon sagen, die beiden, die also das ist schon sehr aus dem Ärmel geschüttelt, dieses Date. So aus dem Handgelenk so. So. Ihr wisst, wie ich meine, ne? So, wie ist denn euer Essen? Wem läuft denn die Reisbällchen? Ist egal, wir teilen alles. Ja, perfekt. Sehr schön. Lieben wir. Bitte schön. Dankeschön. Okay, dann lass es dir schmecken auf jeden Fall. Guten Appetit. Schmeckt? Ich hab's noch nicht probiert. Okay, dann mach. Die kommen jetzt beide gar nicht klar wahrscheinlich. Mhm. Ist okay. Und ist deins? Okay.
Ist okay. Ich war auch mal krasserer, pickierer Eater als jetzt. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verbessert, was das angeht. Ich bin da besser drin geworden. Aber ich war auch mal furchtbar da drin. Also ich war auch mal ein kranker Picky-Eater. Mhm. Schmeckt's dir wirklich? Wollen wir tauschen kommen? Nein, es geht wirklich, aber okay. Ich glaube, meine Eltern werden stolz auf mich sein. Noch nie so viel Gemüse gegessen, hier so extravagant. Ach, magst du kein Gemüse? Nee, da bin ich so ein bisschen, also Tomaten nicht, Gurken nicht, Blumenkohl nicht. Warum bestellst du denn dann Blumenkohl? Da gibt's mal aus. Ja, für dich. Damit wir teilen. Du magst doch gar kein Blumenkohl. Ja, er hat sich dann rausgestellt, er mag kein Blumenkohl. Kein Hunger mehr. Upsi. Das ist aber anders korrekt mit der Blumenkohl-Aktion, sag ich ehrlich. Hätte ich nicht gemacht. Aber gut, ich habe auch kein zweites Date gehabt, ne? Und vor allem habe ich keine Freundin, die jetzt schwanger ist. Ich fand, das Date war eigentlich echt schön. Ich war am Anfang noch so ein bisschen nervös und dachte so, oh, was, wenn wir nichts zu reden haben. Aber die Zeit ist verflogen, wirklich verflogen. Ich muss auch echt sagen, ganz kurz mal Hand aufs Herz, beide, also ich wollte jetzt gerade nur über Kev reden, aber beide sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch. Kev ist so einer, wo ich jetzt so sagen würde, so, wenn ich dem so auf der Straße begegnen würde oder man ist irgendwie so, ich bin mit meinen Jungs unterwegs und man kommt irgendwie in so einen Plausch mit dem, so, ich glaube, ich würde mich sehr gut mit dem verstehen. Der wäre so eine sehr, sehr lockere Art. So ein ganz cooler Typ, so. Okay. Ich bezahle. Nein, ich würde es übernehmen. Ich bezahle. Nein, meine Eltern hauen mich. Nein. Ich bezahle es wirklich und du bist mir auch, egal was passiert, nichts schuldig. Okay. Wirklich. Ich habe mich ein bisschen unwohl damit gefühlt, weil ich hatte von Anfang an gesagt, wenn mir der Partner gefällt, dann sage ich auf jeden Fall, ich lade ihn ein. Und dadurch, dass er dann aber gesagt auch hat, krass, er übernimmt das, haben wir da so ein bisschen eine Diskrepanz gehabt. Aber wir haben uns dann ja quasi uns darauf geeinigt, dass ich dann noch das Trinkgeld dazu gebe und dann passt das. Macht's ja, gut, ihr Lieben. Tschüss. Danke, schönen Tag euch und vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke. Gute Besserung. Ne? Danke dir, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Sir. Gib den Liebesschloss mit. Ah, guck mal, Nick rennt schon. Das muss man sich verdienen. Nicht hinterfragen. Wow. Ja? Danke. Es ist einfach so. Fang du an. Ich fang an. Ich fühle mich gut. Also ich war vorher schon gut aufgeregt und hatte viele so Zweifel, oh, ob das so gut wird. Aber die Zeit ging super schnell. Mit dir war super cool. Also ich fühle mich gut. Ich kann mich nur anschließen. Ich fand's auch gut. Ich fühle mich gut. Ja. Wollt ihr denn auch ein zweites Date? Also ich kann mir ein zweites Date vorstellen. Ja. Und du? Ich kann es mir auch super vorstellen. Also war wirklich unglaublich mit dir. Ja, ich fand's auch wirklich schön. War super. Wir sehen uns nochmal. Sehr, sehr sympathisch, muss man sagen. Sehr, sehr sympathisch. Jetzt wissen wir natürlich, dass die sich danach auch wahrscheinlich getroffen haben. Schauen wir uns jetzt an. Kev und Lilly schweben auf Wolke 7 seit ihrem Blind Date im First Dates Restaurant. Sie sind zusammen. Das Pärchen sieht sich regelmäßig und der erste gemeinsame Urlaub ist geplant. Beide sind happy. Ein Traum, ein Träumchen. Und jetzt wissen wir, die beiden haben einfach, also da ist Nachwuchs auf dem Weg. Ich finde es so geil, ich finde es so spannend. Ich würde so gern mit den beiden mich mal unterhalten. Liebe Freunde, sagt mal ehrlich, ne? Also sagt kurz hier Hand aufs Herz, schreibt mal in die Kommentare. Soll ich die beiden kontaktieren und checken, ob wir so ein Interview machen oder einfach mal so ein bisschen quatschen und ich lade das für euch hoch. Fände ich super, super spannend. Sagt mal gerne, ob das was für euch wäre, ob ihr ein paar Hintergründe wissen wollt. Vielleicht haben die auch gar keinen Bock drauf. Kann natürlich auch sein, so, ne? Aber falls schon, dann mache ich mich da mal auf den Weg und guck mal, was da war. Oh, Hamburg wohnen die, ne, jetzt. Egal, sagt mal gerne, ob es für euch spannend ist oder nicht. Wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr hier zum neuen Video. Jeden Tag, falls ihr noch nicht den Kanal kennt. Abonniert gerne, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und in der Infokarte hier oben in der Ecke findet ihr noch mehr Videos. Ich bin gerade voll am Kleben, ich weiß nicht warum. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut rein. Schick mir nur eine SMS und ich weiß Bescheid. Flasche ist kühl, Baby weiß dabei. Voll auf Fokus bis um 3. Ich hab heute alles mit dabei. Schick mir nur eine SMS und ich weiß Bescheid.